Willkommen, willkommen zurück, zurück zu Brothers in Arms Hell's Highway. Drei Tage zuvor. Jetzt geht's richtig los, wie Ubisoft präsentiert. Eine Produktion von Gearbox Software. Was zeichnet einen guten Soldaten aus? Hirn oder Herz? Beides. Die Frage hat mir mein Vater mal beim Frühstück gestellt, als ich 7 war. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil er sie mir nie beantwortet hat. Er war der klügste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Aber in seiner Gegenwart habe ich mich immer wie ein Idiot gefühlt. Ramsbury Air Base. Und er hat mir immer wieder gesagt, ich würde nicht wie 18 aussehen. Tust du auch nicht. Doch, natürlich. Hey, könntest du mal für mich mit Corian reden? Sam, warum? Der hat mich auf dem Kieker. Mal sehen, was ich tun kann, Frankie. Mach dir keine Sorgen. Hast du das selber gestrichen, Beans? Nenn mich nicht Beans. Du willst mir also erzählen, dass du rein gar nichts über die Pistole weißt? Ich weiß von Nextdoors. Nur das, was die Jungs sich zusammengereimt haben. Würdest du sie nehmen? Es sind Menschen gestorben. Reite nicht immer auf derselben Sache rum. Du hast meine Frage nicht beantwortet, Cortland. Hey, Corian, gehen wir immer noch um 13 Uhr auf die Schießbahn? Oh, ja, ich komme gleich zu dir, Jack. Er ist zu jung. Sam, ich weiß, das ist eine Grauzone. Aber der Kerl ist wirklich was Besonderes. Schießt ausgezeichnet. Trifft eine Münze auf 50 Meter. Eine Münze. Aber er hat überhaupt keine Kampferfahrung. Alle haben Ersatz bekommen. Aber wir haben einen guten Mann gekriegt. Ja. Ich verbürge mich für Frankie. Gekriegt. Wir werden sehen. Bekommen. Jazz, du musst mir ein bisschen Farbe besorgen. Klar. Ich gehe Farbe für Sie klauen, Sergeant. Organisieren, Private. Organisieren. Und was dann? Wir sind die Speerspitze, Jazz. Wenn wir angreifen, müssen wir gut aussehen. Geht klar. Warum sagst du sowas? Da hinten ist er doch. Halt die Klappe, Mussolini. Dich hat keiner gefragt. Paddock, ganz ehrlich, ich hab die Schnauze voll von dir. Was zum Teufel ist hier los? Paddock hat was gesagt, was nicht gerade nett war. Wenn mir hier auch nur ein Kratzer an euch auffällt, heißt es eine Woche lang Küchendienst und Latrinen säubern. Ich weiß, langsam zeigen wir alle Nerven. Ich weiß, dass wir alle endlich loslegen wollen. Aber so einfach ist das nicht. Wäre aber besser so. Dann schlag das doch mal General Montgomery vor. Hast du einen Stift? Der Plan bleibt derselbe, Leute. Wir hauen die deutsche Front zu Klump, dann geht's direkt weiter nach Berlin. Wir hauen Hitlines auf die Fresse, gewinnen den Krieg und sind Weihnachten wieder zu Hause. Tja, hey, Paddock, ihr seid Ostern schon zu Hause, Fuzis. Kleiner Vorschlag zur Güte. Wenn du schon schummelst, dann pass auf, dass du nicht 2 Pickdamen in der Hand hältst. Oh, du alter Schweinepriester, Paddock. Hey, Jazz! Ja, Red? Hast du mir die Farbe besorgt? Wird erledigt! Ist Mac immer noch mit Cole unterwegs? Tja, er hat es zum First Sergeant geschafft. Wundert sich da noch jemand ein bisschen drüber? Ist so, als würde man seinen alten Chef wiedersehen. Cortland, Mac hat dafür gesorgt, dass wir die Normandie überlebt haben. Wir schulden ihm was. Was ich tun musste, um das Zeug zu besorgen, willst du nicht? Red, ist das wirklich okay? Tja, wir haben uns alle Funkkennungen ausgesucht. Das wird uns mit den Jeeps helfen. Und machen die Deutschen mit unseren schrecklichen Zootieren platt. Scheiße, ein Zebra! Das Zebra an sich ist sehr gefährlich. Schwertfische sind ganz schön hart im Nehmen. Meinem Kumpel Nathan hat mal einer die Hand mit seinem... Was haben die? Ein Schnabel? Durchbohrt. Wie ist das andere Ding noch? Tukan. Hey, ich hack dir die Augen aus, Mann. Okay, okay. Männer, ich bin kein großer Redner. Dafür war immer Mac zuständig. Aber morgen geht's in die Niederlande und wir werden dort für die Panzer den Weg freimachen. Also, schlagt euch den Bauch voll und schlaft euch aus. Das wird für eine ganze Weile das letzte Mal sein. Jo. Da haben wir's wieder. Das letzte Mal wird das eine lange, lange Zeit sein. Wir haben viele Dialoge, viele, viele Geschichten, die uns hier bei Laune halten werden. Okay. Der Boden ist verdammt nah! Wird schon nicht, gut gehen! Ich will nicht. Woher weißt du das? Ich will nicht.
sinnlos reinreden, aber ich muss mich was erklären. Wodurch zeichnet sich ein guter Soldat aus? Durch sein Hirn? Schauen wir mal. Oder sein Herz? Durch sein Hirn. Herz brauchst du nicht, mein Freund. Wir sind immer noch im Intro. Captain Dill die als Corporal Robert Dill. Los, los, holt den Jeep da raus. Wir müssen unseren Treffpunkt erreichen. Also nehmt es mir nicht übel, wenn ich ein wenig rede, aber es ist ein bisschen wie ein Film, wie Saving Private Ryan. Also wir müssen irgendjemanden, ja, wie sagt man, covern, beschützen. Okay, hier haben wir die Nummer 13 von Rockstar Games. Oh, ich glaube, das Spiel wird echt nicht einfach, wenn Duncan Ward der Komponist ist und Michael Newman der Autor und Regisseur. Jeremy Cook, der Director. Oh! Black screen. No. Operation Market. Wir haben hier zwei Aufgaben. Erstmal wird die Landezone für die Gleiter gesichert. Sam, Zeno, eure Aufgabe. Und wir müssen noch einen Bericht von einem gewissen Nick besorgen. Der ist beim holländischen Widerstand. Irgendwo auf einem Bauernhof hier in der Nähe. Ist das der Bauernhof? Oh, jetzt geht's los. Ja, ganz genau. Jasper, Connor und ich, wir holen das MG. Los, Beeilung. Möchtest du im Trainingsmodus spielen? Wir müssen sie zuerst erwischen. Sag mir also Bescheid, wenn ihr was seht. Wir haben ein wundervolles... Stellt das MG hier hin! Hä? Was? Oh, ich hab Mist gebaut. Ich habe ein wundervolles... was ist das? Ein Garand. Jawohl, so kann man das sehen. Sagt mir Bescheid, sobald ihr Deutsche seht. Wir, unser Job ist es, hier rumzugehen. Und mit der Leertaste muss ich laufen. Ich brauche das MG da drüben. Oh, mit der rechten Maustaste. Mit der rechten Maustaste kann man die... Ich bin Nikolas. Oh. Ich will euch helfen. Ich habe eine Karte gezeichnet. Hören wir uns kurz den Dialog an. Ein paar deutsche Stellungen vermerkt, was war denn das, die ich entdeckt jetzt habe. Wir müssen uns beeilen. Oh, der spricht aber gut Englisch. Ja, das stimmt. Wir müssen vorsichtig sein. Auf der anderen Seite der Mauer sind Deutsche. Ich muss zurück zu meinem Sohn Peter. Er will unbedingt kämpfen. Und wenn ich nicht bald zurück bin, fürchte ich, wird er es auch tun. Viel Glück, Sergeant Baker. Ich bin da. Find den löschen Hinterstand. Soll ich das machen? So, das war's. Wir haben sie festgenagelt. Mittlere Maustaste. Mittlere Maustaste heißt. Cool. Haha. Komm hoch. Mensch. Eins haben wir erledigt. Und? Zwei. Jetzt haben wir es aber gepackt.
Ich muss mich decken. Ducken, ducken, ducken. Und ich kann ja meine Jungs. Mit der rechten Maustaste dahin lotsen. Und ich würde sagen. Nee. Bin in Bewegung. Macht, dass ihr da rüberkommt. Okay. Ich habe einen Fehler gemacht. Auf dem Weg. Lade nach. Verstanden. Oh. Baker, such dir Deckung. Ich muss hier erstmal absolut die Steuerung ändern. Moment. So. Also. Nochmal langsam. Ich habe hier einen wundervollen Garand. Der mir unheimlich hilft. Ja, das zu drücken, um auf die Deckung zu springen. Oh Mann. Einmal. Komm hoch. So, das war aber relativ einfach. Nee. Oh, Ziel erreicht, eliminiere die deutsche Patrouille. Oh Mann. Auf dem Hof. Ich muss hier die Waffen ein wenig gedrückt halten, um geduckt zu laufen. Ich denke, das war C. Oh Mann, ich komme nicht klar. Es wird geladen. Scheiße, Kontrollpunkt. Okay, Jungs, kommt mal hierher. E drücken, um Killroll zu finden. Was ist denn Killroy? Ich gehe mal hier hoch. Über diese. Mühle. Da drüben aufstellen. Ach Quatsch, das ist Blödsinn. Also mit rechts. Mit rechter Maustaste kann man befehligen. Mann. Oh. Das sind Crowds. Sorry. Da drüben aufbauen. Los, da drüben aufstellen. Setze mich in Bewegung. Ach, das ist so kompliziert. Und 1000 Äpfel. So, meine Jungs stehen. Drücke E, um das Gebiet aufzuklären. E. Okay. Mhm. Oh Gott. Ich kann jetzt. Haha. Mehrere Gegner ausschalten, indem ich einfach aufhalte. Okay. Jasper! Bewegung los! Oh ja, Jasper! Geh doch mal darüber! Geh doch mal darüber! Ha!
Schneller, schneller, schneller. Ach. Rotzenkotze. Ich gehe mal wieder hier runter. Um mal zu gucken. Ey, Krieg ist echt nicht einfach. Achso, ich muss die Leertaste drücken. Das ist ein bisschen komisch. So. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Jungs, Jungs, Jungs. Okay. Ich laufe mal Richtung Apfelbaum. Um zu gucken, was hier los ist. Das ist ja hier echt... Halt! Ich bin hier drüber und... Ich habe die Möglichkeit, über diese Kumpanen zu laufen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal ganz kurz Schluss.